Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde in Zoo 2 Animal Park. Ja, da ist es schon wieder Mittwoch, du meine Güte, ich muss Sonnen sammeln, also sammle doch nicht hier vorne Geld, Mann. Wie weit seid ihr denn mit euren Sonnen? Könnt ihr ja mal schreiben in die Kommentare, das interessiert mich total. Ich habe im Club auch schon nachgefragt, wie weit da die Clubmitglieder sind und ja, ich liege, glaube ich, so ziemlich mittig. Also es ist doch erstaunlich, dass manche schon so richtig viele Sonnen haben. Und wieder andere, sag ich mal, so in meinem Level rumdümpeln. Also von den Sonnen her, ja. Also da geht noch einiges. Ich bin echt gespannt, wie weit wir da kommen. Ne? Das ist schon, jo, mit 4500 Sonnen für eine Robbe. Ui. Also ich kann ja froh sein, glaube ich, wenn ich eine schaffe. Naja, schauen wir mal. Ist ja noch ein Wochenende dazwischen. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen was hin. Na, mal gucken. Die sind ja wirklich süß. Ich kann es echt nachvollziehen. Es hatten ja auch einige von euch in den Kommentaren geschrieben, dass sie da versuchen, auf die Robben zu kommen, ne? Ah, ich kann das echt nachvollziehen. Wobei ich sagen muss, dass ich die Dekos auch echt toll finde. Ja, diesen Strandsitzplatz finde ich klasse gemacht. Und hier diese Hängematte, die finde ich so genial. Die hätte ich auch ganz gern. Naja, gucken wir mal. Gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Und dann, ja, vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht habe ich ja Glück. So, na dann gucken wir mal, wie weit wir hier überhaupt so kommen. Bin ja irgendwie, naja, so ein bisschen bis zum Level Up habe ich noch. Ich glaube, ich schaffe das auch in dieser Folge nicht. Schauen wir mal. 103.000 noch. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Und wenn, dann auf dem allerletzten Drücker. Aber, na, lassen wir uns überraschen. Erstmal machen wir schön überall Ordnung und schauen mal. Ich glaube, ich hätte es geschafft, hätte ich meine Gärtner und so losgeschickt, wa? Die sammeln ja auch in meiner Abwesenheit ein paar EP ein. Mist, hätte ich ja mal machen können, wa? Habe ich aber nicht. Ja, sehr schön. Ach Mensch. So, dann gucken wir mal. Ordentlich Taler einsammeln. Das reicht auf jeden Fall für das, was wir uns ja für die Folge vorgenommen haben. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich so ein bisschen am Geld sammeln bin für, nicht nur in der letzten, dass ich da am Geld sammeln bin für etwas mehr Land. Ja, ich glaube, ich muss das bei euch mal leiser machen. Es lässt sich immer so schwer einschätzen mit der Musik. Bei mir auf dem Kopfhörer ist sie total laut gerade. Mano! Aber im Video wird sie dann wahrscheinlich wieder total leise sein. Na, gucken wir mal. Ja, also ich möchte ja gern meine Fläche hier erweitern, da ich ja jetzt nicht mehr wirklich Platz habe für neue Tierchen. Ja. Und beziehungsweise habe ich ja noch das ein oder andere Gehege, was ich sowieso noch erweitern müsste, so nach und nach jedenfalls. Na, schauen wir mal. Ja, also da, aber ich finde, ich habe doch seit dem Wochenende echt gut Geld gesammelt, ne? Ich habe echt versucht, mich jetzt auch in den Mittagspausen auf Arbeit immer mal einzuloggen und da zu gucken. Ja gut, mittlerweile habe ich ja hier keine Tierpflegerin mehr. Das heißt, ich repariere hier, ja nun gut, nicht alles immer, aber das meiste. Dadurch fehlt natürlich auch schon wieder eine Menge Geld. Ja, das summiert sich ja so enorm hoch. Aber naja. Müssen wir durch irgendwie. Aber hier so 200-Euro Sachen oder Münzensachen können wir ja durchaus mal durchreparieren. Ach du lieber Himmel. Schon wieder vorbei mit der Sprache hier heute. Ah, gut, hätte ich vielleicht doch erst reparieren sollen. Dann hätte ich es nicht überspielen brauchen. Aber gut. Hinterher ist man meistens schlauer. Nicht immer, meistens. So, mit O. So, hier machen wir sauber. Sehr schön. Hatte ich euch eigentlich erzählt, das überlege ich gerade, dass meine Cutters hier vollständig sind? Ja, guck mal da, ich hatte noch mal so ein Baby danach gekriegt, also sind jetzt vier. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich euch das erzählt habe. Naja, wenn nicht, dann habe ich es euch jetzt zweimal erzählt. Macht ja auch nichts, oder?
Ja, sehr schön. Auf jeden Fall habe ich die noch gar nicht in Gelb markiert bei mir auf meiner schönen Liste, wo die ganzen Tiere draufstehen. Hatte ich ja gesagt, dass ich mir das aufgeschrieben habe, dass ich mal so einen Überblick bekomme, so nach und nach, wo ich noch nachzüchten muss und wo eben nicht. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man das mal so nachvollziehen kann, denn desto mehr Gelb auf der Liste ist, desto schöner ist es. Also ich finde es immer so, ja, wieder eins weniger, ja. Wobei dann ja irgendwann, wenn ich denn hier, sag ich mal, einen gewissen Punkt erreicht habe, wird ja die Zeit beginnen, wo es denn um die Tierlevel geht, ne? Ist ja wie bei den Hasen, da bin ich ja nun auch schon ein bisschen weiter gekommen im Laufe der Zeit. Ich weiß gar nicht, was da jetzt das höchste Level gerade ist. Ich glaube, ich habe noch Babys, die ich noch nicht reingesetzt habe. Ich glaube, 12 hatte ich, ne? Aber ich glaube, ich hatte zwischendurch noch mal weiter gezüchtet. Genau. Guck mal, hier sind die Großen und die Kleinen sind Level 12. Genau so ist es. Aber ich glaube, ich war schon bei einem ein Stückchen weiter. Aber ich sammle dann ja immer, ne? Ich mache ja dann erstmal so, dass das Gehege voll ist. Und ja, wenn ich denn genug habe, dass im Endeffekt alle ersetzt werden können, dann tausche ich die aus. Ist ja manchmal ganz praktisch, wenn dann gerade so ein Zuchtevent ist, ne? Dann hat man ziemlich viele Tiere, die man dann abgeben kann. Das ist dann schon mal nicht schlecht, ne? So, jetzt reparieren wir erst, dann machen wir hier sauber, wunderbar. Sparen wir uns ein bisschen Zeit, ne? Genau. So, dann einmal hier bitte essen, danke. Ja, unsere kleinen Ziegen. Ey, wir haben noch so viele Tiere, die wir noch züchten müssen, also vom Level her, ja. Junge, da bin ich ja eigentlich mal sehr gespannt darauf, wie sich dieses Tierlevel am Ende auf die Zoobesucher auswirkt. Ja, ob die denn noch mehr werden und so weiter und so fort. Also wo das Ganze denn mal enden wird, ja. Nicht ob, sondern wo das Ganze enden wird. Das ist ziemlich interessant. Aber das werden wir rausfinden im Laufe der Zeit, ne? So, haben wir hier. Ja, ihr kleinen Schnuffi-Profis. So, hier gibt es auch was zum Spielen. Hier kriegt man ein bisschen mehr Sauberkeit. Ja. Die sind so lieb hier. Ich hatte letztens, ich glaube am Wochenende, hatte ich ein Bild gepostet bei uns im Discord. Das machen wir ja so von Zeit zu Zeit mal. So kleine Bugs, ne? Wenn Tiere in fremden Gehegen sind und so weiter und so fort. Und diesmal hat es mich auch getroffen. Mal gucken, ob ich beim Schnitt dran denke, euch das einzublenden. Das fand ich so lustig. Da hat sich ein Pferd bei den Hasen eingeschlichen und hat da ganz in aller Seelenruhe rumgefuttert die ganze Zeit, ne? Fand ich sehr, sehr lustig. Ja, es hat auch die Hasen so gar nicht gestört. Das sah echt so aus, als wenn es da so sein soll, ja? Fand ich sehr, sehr lustig. Habe ich dann also auch mal so ein Bild posten können. Ja. Hat man mal was zum Lachen zwischendurch. Ist auch nicht verkehrt. So, unsere Schneehasen, ja, da hatten wir ja auch schon mal mit der Zucht angefangen. Oh, das war, glaube ich, auch mal eine Quest, ne? Ich glaube, das war auch mal eine Quest. Die ist aber schon eine ganze Weile wieder her. So, sind wir hier oben? Ja, hier gibt es auch noch mal Futter für euch. Ja, alles wird gut. Lecker. So, bitteschön. Ach, das hätte ich doch jetzt wieder putzen können. Aber es kostet immer alles gleich so viel Geld. Na, ich glaube, ich lasse das mal. Und mache das dann. Mal so wie jetzt, ne? So, dass sich das auch lohnt. Ha, so machen wir das. Oh, unser Eisbär möchte noch spielen. Hey, dich habe ich ja fast übersehen. Aber nur fast. So, dann hatte ich ja gesagt, ich möchte ganz gern in die Richtung erweitern, ne? Dann kann ich ja hier noch hoch und dafür brauche ich 180.000 und das machen wir. Dann kann ich nämlich das hier
entweder hier hinschubsen oder ich integriere das hier und mache den Weg hier rum. Das könnte ich natürlich auch machen, ne? So. Wir können den ja mal hier hinschieben. Dann müssen wir den hier hin. Und dann können wir das hier doch bestimmt vielleicht. Guck mal, dann machen wir es so. Ja, genau so. Und du kommst mal hier oben irgendwo hin. Genau, dann können wir nämlich hier lang erweitern. Entweder setze ich den hier noch ganz woanders hin. Oder wir integrieren den hier irgendwo mit dazwischen. Na, gucken wir mal. Da findet sich auf jeden Fall noch was. Weil ich denke, diesen Grillplatz, wenn ich mir von diesem Sonnendekus nichts hole, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier auch so ein bisschen Strandfeeling mit erzeugen können. Durch diesen, ja, durch die ganze Art, wie das gemacht ist, ne? Mit den Fackeln und so. Ich glaube, da können wir so oder so schon was Schönes draus basteln. Ha! Da kriegen wir schon was Feines hin, ne? Ja, sehr cool. Habe ich mein Land erweitert? Das heißt, oh Gott, so weit wollte ich gar nicht. Wir müssen dann hier noch 190.000 kriegen. Das kriegen wir auch hin. Und dann muss ich erstmal gucken. Das hier waren, glaube ich, 50 Dias, genau. Und hier 280.000. Es ist ja die Frage, das ist ja hier so ein bisschen versetzt, ne? Es könnte also gut sein, wenn ich das hier freischalte, dass ich dann hier runterkomme. Und hier muss ich das Level 95 erreichen. Also das kann ich auf jeden Fall, ne? Ja. Wie sieht es hier aus? Hier komme ich auch hoch. Hier brauche ich wieder Diamanten. Hier auch. Also so ein bisschen was dürfte dann noch gehen, ne? Naja, schauen wir mal. Eins nach dem anderen. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt mal wieder mindestens für ein Gehege etwas Platz geschaffen. Naja, vielleicht auch zwei. Gucken wir mal. Vielleicht kann ich auch wieder irgendwo hin und her schubsen, um das Ganze so ein bisschen zu optimieren. Aber so bin ich eigentlich sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Das läuft. Mein Tierchen geht's. Oh, gut, wartet. Ja, es geht Ihnen hervorragend. Oh, weia. Juti, ihr Lieben, ich würde sagen, dann kommen wir für diese Folge auch schon zum Ende. Hab alles erledigt, was ich erledigen wollte. Mein Tierchen geht's gut. Ich habe mein Land gekauft. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr denn mögt, am Samstag zur nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine traumhaft schöne Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.